Mikuláš, das 1,60 Meter große Warnschild, was alles mit einem Menschen passieren kann, der sein Verstand verliert. Ein wahnsinniger Verstand, den man besser hinter Gitter sperren sollte, obwohl er das ja schon selbst erledigt hat. Doch obwohl sein spärlich eingerichtetes Oberstübchen hinter Gittern ist, so hält ihn das nicht davon ab, wahnsinnig zu sein. Allerdings wird niemand wahnsinnig geboren. Irgendwas muss zwischendurch also passiert sein. Und daher schauen wir uns jetzt einmal den Lebenslauf von Mikuláš an. Mikuláš war eines der Gründungsmitglieder der Heiligen Kirche. Doch während sich Lawrence darauf konzentrierte, das zu entwickeln, was später als Blutheilung bekannt werden sollte, und German mit den Jägern die geheime Feuerwehr gründete, die jedes bestialische Feuer löschte, so hatte Mikuláš ein anderes Aufgabenfeld. Denn er gründete innerhalb der Heiligen Kirche die Menses-Schule, die jene Forschung weiterführte, an denen auch Master Willem gearbeitet hat. Dieser war der Meinung, dass die Menschheit nicht mit Hilfe des alten Blutes, sondern mit Einsicht der kosmischen Wahrnehmung die nächste Stufe der Evolution erklimmen könnte. Doch im Laufe der Jahre schien sich auch die Schule von Menses von der Heiligen Kirche abgespaltet zu haben. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, war folgende: Wenn Menses eine Schule ist, was zur Hölle wurde denn hier in den Vorlesungssälen unterrichtet? Sind es die geheimen Forschungen von Master Willem, die unter der intellektuellen Leitung von Mikuláš einen dunklen Plot-Twist genommen haben? Oder waren es Forschungen über die Great Ones? Ich denke, beides wäre definitiv möglich. Am Ende ist es immer noch ein Spiel aus der Feder von Miyazaki, der nicht Miyazaki wäre, wenn es auf alles eine klare Antwort geben würde. Doch Yahagul und die Menses-Schule lädt uns wie kaum ein anderer Ort in Bloodborne dazu ein, uns anzuschauen, was für Kreaturen hier rumschlurfen, um uns ein Bild über das zu machen, was hier hinter verschlossenen Türen passiert. Also was für Kreaturen lauern hier in der Dunkelheit? Es sind Gegner, die uns in einen Leichensack werfen und dann verschleppen. Oder um es anders auszudrücken, die Menses-Schule braucht Leichen. Und das, obwohl Mikuláš nicht mal ein Kansas City Shuffle plant. Dem Yahagul-Set wurde dabei sogar ein Seil mit in die Rüstung integriert. Ein Instrument, das in diesem Kontext historisch dafür benutzt wurde, Leichen aus Gräbern herauszuziehen. Ein Seil befindet sich zumindest in jedem Grabräuber-Starter-Kit. Das Grabwächter-Set wird dabei metaphorisch sogar noch expliziter und hat nicht nur ein Seil, sondern eine Kapuze, die aussieht wie eine Leiche selbst. Das würde auch einige der Apparaturen erklären, die an verschiedenen Orten in Bloodborne zu finden sind. Abwehrmechanismen gegen Leichendiebstahl. Und an dieser Stelle müssen wir einmal mehr einen Ausflug in das viktorianische Edinburgh machen. Im 18. und frühen 19. Jahrhundert erlebte Edinburgh in der sogenannten Ära der Leichenräuber eine wachsende Nachfrage nach menschlichen Körpern für anatomische Studien und medizinische Forschungszwecke. Die legale Beschaffung von Leichen für diese Zwecke war zu dieser Zeit schwierig und so wandten sich einige dem Leichendiebstahl zu, um die steigende Nachfrage zu decken. Friedhöfe wurden zu einem beliebten Ziel für Leichenräuber, die Gräber öffneten, um die Körper zu entwenden. Und um diesem Problem entgegenzuwirken, wurden verschiedene Vorkehrungen getroffen. Friedhöfe begannen, Leichenwächter einzustellen, um nachts die Gräber zu bewachen. Darüber hinaus wurden sogenannte Leichenfängerapparaturen entwickelt und aufgestellt. Diese Apparaturen bestanden aus Gittern, Eisenstangen oder anderen mechanischen Vorrichtungen, die über den frischen Gräbern angebracht wurden, um die Diebe abzuschrecken oder zu behindern. Die bekannteste dieser Apparaturen war der sogenannte Mold Safe. Dieser war eine Art Metallrahmen oder Käfig, der über dem Grab platziert wurde, um es vor Eindringlingen zu schützen. Eine andere solcher Maßnahmen war als Leichenpistole oder Leichenfalle bekannt. Eine mechanische Einrichtung, die so konstruiert war, dass sie auf potenzielle Leichendiebe abgefeuert wurde. Sie bestand aus einem Gewehr oder einer Pistole, die mit einem Mechanismus verbunden war, der aktiviert wurde, wenn jemand die Grabesruhe störte. Hier wurden verschiedene Auslösemechanismen verwendet, darunter Drahtseile, Tasten oder Drähte, die mit dem Körper oder dem Sarg der verstorbenen Person verbunden waren. Wenn ein Dieb versuchte, den Sarg zu öffnen oder die Leiche zu entwenden, wurde der Mechanismus aktiviert und die Leichenpistole abgefeuert. Normalerweise wurde hier keine tödliche Munition verwendet, sondern etwas, das den Dieb erschrecken oder verletzen sollte, wie zum Beispiel Schrot, Rauch oder Pfefferspray. Diese Leichenpistolen waren allerdings nur eine temporäre Maßnahme und wurden in Zeiten von erhöhtem Leichendiebstahl eingesetzt.
Und genau diese könnten wir auch in Bloodborne sehen. Zu guter Letzt könnte das auch die massiven Eisenketten um die Särge in Yharnam erklären. Auch hier wollte jemand vermutlich nicht, dass die Leiche, sagen wir mal, entsagt wird und ihren Weg in die dunklen Korridore oder den beleuchteten Vorlesungssaal der Menses-Schule findet. Doch an dieser Stelle schauen wir uns noch einmal an, warum der Bedarf an Leichen in der viktorianischen Ära überhaupt so groß war. Und das führt uns wieder einmal in die Hochburg der Anatomie im 19. Jahrhundert, das schottische Edinburgh. Anatomieprofessoren unterrichteten die Studenten in der Sedierung von Körpern. Und je mehr Leichen man sedieren konnte, desto mehr Erkenntnis über die Anatomie des menschlichen Körpers konnte man erlangen. Man könnte auch sagen, Einsicht. Das führte auf jeden Fall dazu, dass Grabräuber in der Liste der ertragreichsten Berufe einen kometenhaften Aufstieg hinlegte. Doch obwohl diese Forschung in Bezug auf das Innere des menschlichen Körpers nur eine Metapher zu sein scheint, so kann man das vielleicht auch auf andere Aspekte der Menses-Schule und Mikuláš übertragen. Denn Mikuláš war seit jeher auf der manischen Suche nach dieser Einsicht. Doch diese Lehre über die Anatomie, das Wissen über das Innere des menschlichen Körpers, quasi Augen im Inneren, scheint hier nur das medizinische Gerüst einer übergreifenden Metapher zu sein. Das bekannte Zitat "Our eyes are yet to open" bezieht sich daher viel eher auf das Wissen über die Great Ones, die selbst Körperteile oder Organe im menschlichen Körper zu repräsentieren scheinen. Doch während Mikuláš' Forschung scheint er darauf gestoßen zu sein, dass mit hoher Einsicht auch gefährliches Wissen kommt. Dieses geheime Wissen, die sogenannte Eldritch Truth, ist genau das, was Mikuláš mit dem Blutmond, dem Albtraum von Menses und den Great Ones verbindet. Das sind alles Themen, die man in vielfacher Hinsicht auslegen und interpretieren kann, weswegen die hier ausgeführten Gedanken mit Sicherheit nicht den heiligen Bloodborne-Gral darstellen, sondern nur Anregungen für das Verständnis geben sollen. Erst einmal ist es, denke ich, wichtig, sich zu fragen, welches Verständnis Miyazaki von den Great Ones hat und wo diese residieren. In den Werken von Lovecraft, von denen Bloodborne inspiriert wurde, wird diese Frage oft beantwortet mit unendlich weit entfernt, im Zentrum des Universums, in anderen Bewusstseinsebenen oder in Träumen. Die klassischen Werke von Lovecraft, die auch unter dem Cthulhu-Mythos bekannt sind, sind hier, denke ich, absichtlich so kryptisch, um das abstrakte Wesen der großen Alten deutlich zu machen. Wissen, das man mit menschlichem Verstand einfach nicht greifbar machen kann. Wenn man diese existenziellen Wahrheiten über diese uralten Wesen, bei Lovecraft die großen Alten und in Bloodborne die Great Ones, in Gedanken gießen könnte, dann würde man im besten Fall nichts verstehen. Und im Normalfall würde vermutlich das geistige Fassungsvermögen implodieren. Und genau so ein Opfer der Wahrheit ist auch Mikuláš. Doch obwohl er ein Opfer von zu viel Einsicht ist, so hat er vermutlich das herausgefunden, was wir selbst wissen wollen, wenn wir ein Bloodborne-Lore-Video schauen. Mikuláš hat herausgefunden, wo die sogenannten Great Ones residieren. Dieser Ort ist der sogenannte Albtraum. Und wenn wir uns anschauen, wie Lovecraft einen Traum definiert hat, dann kann man vielleicht auch die Verwirrung auflösen, die man hat, wenn man in Bloodborne mit Orten wie dem Traum des Jägers, der Albtraumfront oder dem Unterrichtsgebäude konfrontiert wird. Lovecraft hat in seinen frühen Werken Träume oft gleichgesetzt mit Orten, die in gewisser Weise ein Abbild der Realität sind. Mithilfe von Träumen kann man sein Bewusstsein für eine Zeit in eine alternative Realität übertragen. Und hier wird, denke ich, deutlich, dass sich das nicht mit der Definition deckt, die wir selbst von einem Traum haben. Denn ein Traum, wie wir ihn kennen, braucht immer ein träumendes Subjekt, das diese Traumwelt mit Hilfe des Unterbewusstseins füllt. Doch bei Lovecraft sind Träume oder auch Albträume alternative Schichten der Realität. Sie sind nicht weniger real als das, was wir selbst als Realität wahrnehmen. In Bloodborne können wir auch in den Traumebenen Gegenstände sammeln, die wir dann auch in unserer subjektiven Realität besitzen und benutzen können. Doch das Verwirrende ist daran, denke ich, dass sich diese Schichten der Realität überschnitten haben. Denn der Menses-Albtraum ist in seiner Essenz, wie auch der Albtraum des Jägers, genauso eine Schicht der Realität. Und Mikuláš hat eine Möglichkeit gefunden, diese zu betreten. Ungünstigerweise für Mikuláš sollte das allerdings in einem nicht unerheblichen Aderlass seiner geistigen Gesundheit münden. Dieses Verständnis von den Great Ones und den verschiedenen Schichten der Realität wird im Spiel durch Einsicht verdeutlicht.
Wenn unsere eigene Einsicht steigt, dann können wir Dinge beobachten, die ein erstes Mal verwirren, doch am Ende des Tages auf genau diese verschachtelte Struktur der Realität zurückgeführt werden kann. Mit 40 Einsicht werden die Amygdalas im Kathedralenbezirk sichtbar. Mit 50 Einsicht ändert sich die Musik im Traum des Jägers zu der Musik, die normalerweise erst zu hören ist, nachdem Rom besiegt wurde. Und mit 60 Einsicht hören wir die Schreie eines Babys in der Nähe von Ariana. Einsicht erlaubt uns, diese anderen Schichten der Realität wahrzunehmen. Das wird vielleicht verständlicher, wenn wir uns einen handelsüblichen Anime-Charakter anschauen, der die Fähigkeit hat, Geister zu sehen. Diese Geister sind normalerweise nicht in der Lage, mit Menschen zu kommunizieren. Doch wenn jemand diese Fähigkeit besitzt, nennen wir sie einfach mal Einsicht, dann kann man diese Geister wahrnehmen. Doch diese Fähigkeit in ihrer Essenz ist nicht, dass man Geister sehen kann, sondern dass man wahrnehmen kann, was in einer anderen Schicht der Realität passiert, egal ob nun optisch oder akustisch. Das sind in Geistergeschichten nicht nur Geister, die man sehen kann, sondern noch hin und wieder Schreie oder Schluchzen, Geräusche, die man nicht lokalisieren kann, eben weil sie nicht aus der eigenen Ebene der Realität stammen. Und doch kann man sie hören, weil zwischen diesen beiden Realitätsebenen ein Riss entstanden ist. Und genau so ein Riss in den Ebenen der Realität wurde vielleicht auch durch das Menses-Ritual erschaffen. When the red moon hangs low, the line between man and beast is blurred. Dieses Zitat kann man auf verschiedene Weise interpretieren. Man könnte das Zitat so lesen, dass in der Nacht der Jagd die Grenze zwischen Mensch und Bestie verschwommen ist. Die Bestien haben ihre Menschlichkeit verloren, doch die Jäger, die eben jene Bestien jagen, sind auf dem besten Weg, selbst ihre Menschlichkeit zu verspielen, denn man weiß kaum mehr, wer hier die wahre Bestie ist. Doch diese Grenze, die hier verschwimmt, könnte man auch auf die verschiedenen Ebenen der Realität übertragen, denn auch diese Grenzen sind hier verschwommen und genau das könnte der Blutmond hier symbolisieren. Die Spinne Rom fungiert daher auch als der Wächter des Rituals des blutroten Mondes und wenn wir Rom besiegen, dann ist jeder dazu in der Lage, wahrzunehmen, wofür man normalerweise schweineviel Einsicht braucht. Die Amygdalas sind nun sichtbar, die Schreie eines Babys sind zu hören. Und über uns thront der Blutmond. Diese Veränderungen können sogar den durchschnittlichen Bloodborne-Spieler in die Verzweiflung treiben. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, was das mit den Bewohnern von Yharnam gemacht haben könnte. Wenn ich morgens aufwache, das konstante Weinen eines Babys höre und riesige spinnenartige Wesen sehe, die sich an den Wolkenkratzern von Tokio festkrallen, dann wäre ich auch, um es vorsichtig auszudrücken, überrascht. Ich meine, es wäre immer noch Japan, hier passieren so einige seltsame Dinge und mein Verstand würde ich deswegen vermutlich nicht verlieren. Und an dieser Stelle könnte ich auch noch einmal Lovecraft zitieren, was mit Menschen passiert, die dem Anblick eines großen Alten ausgesetzt sind. Aber man kann sich vermutlich schon denken, worin das mündet. Und jetzt, wo wir dieses Fundament gelegt haben, können wir uns doch anschauen, wohin das Ganze für die Menses-Schüler und Mikulasch geführt hat. Denn mithilfe des Menses-Rituals bekam der dünne Schleier der Realität einige Risse und Mikulasch und die Menses-Schüler sind nicht nur gestorben, sondern ihr Bewusstsein wurde in den Albtraum gesperrt. Mikulaschs Leiche dient nun als Eingang in diese Ebene der Realität, die als der Albtraum von Menses bekannt ist. Der Name ergibt sich vielleicht daraus, dass sich die Menses-Schüler dieses Ritual vermutlich ein bisschen anders vorgestellt haben, als sie mutig die Menses-Käfige aufsetzten. Doch es endete, metaphorisch sowie real, in einem Albtraum. Ein Albtraum, der das Ende für die Menses-Schule ausbuchstabieren sollte. Und doch scheint hier irgendetwas funktioniert zu haben. Denn zum einen hat Mikulasch es geschafft, ein Great One zu erschaffen, das Menses-Gehirn. Dieses verfügt, wenig überraschend, über Augen. Und Mikulasch scheint nicht unglücklich über das Resultat zu sein. Zumindest hält sich seine Trauer für die Menses-Schüler in Grenzen. Vielleicht hat er gedanklich jeden Zustand von Realität, Traum, Leben und Tod längst transzendiert. Doch eine Sache will mir noch immer nicht so richtig einleuchten. Warum wird Mikulaschs Körper von Mondlicht erhellt, obwohl keine Lichtquelle in der Nähe ist? Erst dachte ich in einem Anflug von Einsicht, dass die Message von Miyazaki klar ist. Es ist eine optische Metapher für den Sachverhalt, dass Mikulasch unterbelichtet ist. Doch dann wurde mir klar, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Er ist nicht unterbelichtet, er ist intellektuell
überbelichtet. Er weiß alles. Und alles ist für seinen menschlichen Verstand zu viel. Ob mit Menses Käfig oder ohne. Denn alle Antworten, die man vielleicht haben möchte, Mikulasz hat sie. Und schaut euch an, was aus ihm geworden ist. Seid ihr euch sicher, dass ihr noch immer auf der Suche nach der Wahrheit seid?